Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen nach einer kleinen Steuereinnahmepause. Ich habe die Übergangsfolge genutzt, um ein bisschen Geld einzunehmen, damit wir unsere Stadtausbauten finanzieren können. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Finanzsystem wirklich schon komplett ausbalanciert ist hier bei City Skylines 2. Und vor jetzt hier in so einem Let's Play immer zu warten, bis dass man genug Geld hat, um sich dann Gebäude zu kaufen. Und zwar selbst einfache Gebäude wie Grundschulen. Ich weiß nicht. Also, die andere Streamer, die nutzen dann entsprechende Mods, um dann vor allem diese Teil-Upkeep, also diese Zellkosten für diese Stadtzellen zu reduzieren. Das machen wir ja nicht in unserer Vanilla-Version. Ja, wir müssen mal schauen, wie wir damit umgehen. Aber jetzt haben wir erstmal genug Geld. 1,6 Millionen. Die werden wir auch schnell wieder ausgegeben haben. Ich habe eigentlich nichts gemacht, außer dass ich hier vorne in dieser Übergangsfolge erstmal nur ganz stumpf ein Krematorium platziert habe. Das war nötig, weil unser Friedhof, der ja hier in Stiepel ist, nicht in der Lage war, die ganzen Leichen abzuholen. Das habe ich jetzt alles geändert. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch ein bisschen was an Krankenwagen. Und wir sehen hier gibt es offensichtlich relativ viele Verbrechen in Osterfeld. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass die Polizei auch in den richtigen Regionen unterwegs ist. Wir können der Polizeidienststelle nochmal sagen, sie sollen auch hier in Osterfeld aktiv werden. Genau, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Wo ist denn die zweite? Die sitzt hier. Die ist in Marxloh, auch die kann, glaube ich, hier nochmal nach Osterfeld rüberfahren und dort anfangen zu ermitteln. Gut, wir schauen uns mal ein paar Sachen an, denn wir haben jetzt ja schon, also 46.000 Einwohner, wir werden jetzt uns mal um den Nahverkehr kümmern und hier vorne die Zelle noch füllen. Das ist das Erste, was wir machen. Aber eine Sache mal eben gucken hier beim Strom. Wir haben mittlerweile 50 Gigawatt, Megawatt, nicht Gigawatt, 50 Megawatt Verbrauch. Wir importieren nämlich Strom und mal bei den Dienstleistungen, die beiden Kraftwerke laufen auf 150%. Wieso laufen die? Was sind da die Postabwicklung? Okay. Naja, gut. Also ich glaube, wir können ein Kraftwerk hier nochmal ergänzen. Das machen wir mal als erstes, dass wir einen weiteren Kraftwerksblock integrieren in unser System. Mal gucken, wie wir das gut reingebaut bekommen. Also wir werden diese Höhe hier nehmen und dann mal gucken hier. Vielleicht müssen wir sogar die Straße da oben noch mal abreißen, denn wir brauchen hier ausreichend Platz. Die Stromleitung werden wir gleich kappen. Denn wir brauchen den kompletten Platz, damit die Stromleitungen geführt werden können. Das ist halt die. Oh, muss jetzt, ich glaube, ich reiße diese Straße hier ab. Moment, müssen einmal kurz unterbrechen. Denn jetzt hat hier unser. Kann man vielleicht so machen und dann. Wenn wir das hier so herum, dann haben wir da den Wendekreis. Gut. Die Büsche, die ich hier geplatziert hatte, damals für die Deponie, die hier war, die brauchen wir, glaube ich, an der Stelle nicht. Die Gebäude reißen wir auch ab. Hier hatte ich ja noch ein bisschen was zoniert. Das kann weg. Dann verschwinden die gleich. So, und jetzt gucken wir mal, wie groß ist denn der nächste Kraftwerksblock. Wir können so auch ein Gaskraftwerk im Moment leisten, das will ich aber nicht, denn das produziert zwar nur 50 Megawatt, da sind wir noch lange nicht. Also ich werde erst dann bauen, wenn wir wirklich diesen Bedarf haben. Interessant, dass das große Kohlekraftwerk 300 macht. Geothermie 150. Kernkraft 750 Megawatt. Na gut, also wir wollen ein kleines Kohlekraftwerk. Ich gucke mal, wie groß das ist. Wir brauchen nämlich genug Platz für die Stromleitung. Das ist ein bisschen tricky. Also wir müssen wirklich sehr weit oben platzieren.
Vielleicht machen wir mal Folgendes. Wir setzen erstmal die Stromleitung um. Dazu müssen wir hier mal einmal unterbrechen. Und dann müssen wir uns mal gucken, wie wir die hier rein platziert bekommen, dass wir hier entlang die Stromleitung setzen. Etwas komplizierter als gedacht. Irgendwie scheint er da das nicht zu mögen, wenn hier Stromkabel gezogen werden. Aber jetzt haben wir hier die Linie. Dann können wir hier nochmal jetzt die Zeit auch weiterlaufen lassen. Jetzt haben wir ja genug Strom. Wir werden jetzt hier diese Lücke planieren und dann gucken, dass wir jetzt hier das mag er nicht. Na, Mist. Müssen wir es nochmal machen. Jetzt aber. Jetzt kann der Strom wieder fließen. Wir müssen die Kraftwerke ja richtig rumdrehen. Das heißt also, warum wir es dort? Das geht bis... Mal gucken, dass wenn wir das jetzt hier, wenn wir drehen das mal, so müsste das ja. Wir haben die Kreisstadt erreicht. Prima, das gibt auch nochmal Geld. Ja, das ist der nächste Meilenstein. Wir gucken uns das mal an. Also Kreisstadt, danach kommt die Mittelstadt. Wir haben noch ein neues Darlehenslimit, ansonsten gab es nichts. Ah ja, und das können wir jetzt auch sofort anschließen, das Kohlekraftwerk, sehe ich. Wobei, ist das nicht schon? Ah, das ist sogar sofort verbunden. Ah ja. Ah, okay. Etwas wilde Konstruktion, aber okay. Wir kriegen aber hier keinen vierten Kraftwerkblock rein, weil die Marktstraße da im Weg ist, oder? Mal hin checken. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Zellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ne, das passt hier nicht rein, das Kraftwerk. Ja. Gut, wir können aber jetzt hier das Strombudget wieder runterfahren, um Geld zu sparen. Sind bei 60 Megawatt, klar 20 Megawatt pro. Da können wir noch ein bisschen mehr sparen. Da fahren wir mal Kraftwerke auf 80. Runter. Denn sollten Spaß an seiner. Das sieht doch gut aus. Prima. Viel können wir hier wahrscheinlich nicht mehr glätten. Das ist ja alles schon sehr eng. Aber ein bisschen können wir hier mal machen. Nicht. Gut, das Stromproblem haben wir damit gelöst. Jetzt kümmern wir uns um Marxlow. Wir haben ja hier noch diesen Forstbetrieb, auch der muss mittelfristig
zu sehen, dass die Polizei hat die Verbrechen geklärt. Achso, hier kommt die jetzt nicht hin, weil die zu keiner Zone gehören. Okay. Dann müssen wir das hier erweitern, dass auch das hier formal noch zu Osterfeld gehört. Dann fährt die Polizei auch dahin. Das kriegen wir hin. Das ist das nächste Verbrechen. Ah ja, da war die Polizei sogar gerade. Prima. Wir sind ja im Juni jetzt schon angekommen. Wir gucken mal, was am Baldeneysee los ist. Also, erwartungsgemäß läuft hier keiner unten rum. Das funktioniert nicht. Ansonsten ist jetzt hier auch wenig los, kostet aber nichts. Im Tennisplatz ist nichts los. Und hier sind wieder unsere Obdachlosen. Das müsste Jana Wolf in Rente. Obdachlos. Naja, genau, hier oben sehen wir es ja. Ah, das ist das Problem, was sich noch nicht gelöst hat. Da müssen wir wirklich warten, bis Colossal Order das Update macht. Ja, ich habe halt hier dieses Waldgebiet, das will ich mal ändern, dass wir dann hier hinten vielleicht die Forstindustrie ausbauen. Wir haben hier noch ein großes Waldgebiet, dass wir vielleicht hier rüber gehen. Aber ich finde die Idee des Waldes hier mitten in mag so gar nicht so verkehrt. Wir werden jetzt hier Folgendes machen, wir werden Marxloh weiter bis hier vorne, dass das komplett ein großer Stadtteil wird. Dann werden wir mal ein paar Straßen upgraden, denn das ist halt ein Hauptproblem. Wir haben einfach hier auch einfach ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen. Was ist diese Straße? Ist schon vierspurig. Okay. Ja. Wir schauen mal beim Forstbetrieb. Wie ist denn da die Produktion? Holz haben wir sogar Überschuss. Das heißt, das müssen wir nicht vergrößern. Kohle 60 Tonnen. Steine, ja, ich sehe schon, wir brauchen vieles vor allem halt auch. Getreide, da brauchen wir aber dann natürlich entsprechende landwirtschaftliche Fläche. Die kriegen wir, wenn wir da hinten die Zelle kaufen. Dann machen wir das mal so. Wir werden jetzt hier entlang des Forstbetriebs eine Straße ziehen. Damit das quasi unsere Grenze ist. Für den Wald. Das ist dann auch so eine Art Naherholung. Ich werde die Straße nicht durchziehen, sonst fahren da nämlich Autos lang. Dann können wir am Ende, wie üblich, unseren Kreisverkehr, okay, bei diesen Straßen, natürlich. Und dann werden wir hier den Fußweg setzen. Eine Baumreihe setzen wir auch mal hier lang. Damit das hier wirklich abgetrennt ist und den Rest werden wir dann entfernen. Das nutzen wir jetzt als Referenz und dann werden wir jetzt hier den Stadtteil erst noch mal einmal ausbauen, bevor wir dann gucken, welche Zellen wir neu kaufen für die den öffentlichen Nahverkehr, denn den brauchen wir auf jeden Fall. Den Fußweg brauchten wir, damit wir hier die Zonierung anpassen. Jetzt kaufen wir uns direkt noch ein paar Einrichtungen. Also wir brauchen auf jeden Fall die Grundschule.
Die setzen wir hier vorne hin, erweitern die auch direkt um diese beiden Objekte. Wir brauchen sicherlich wieder eine kleine Klinik. Krematorium haben wir, denn die Gesundheitsversorgung ist gerade knapp und wir werden ja sicherlich hier in die Richtung dann auch noch weiter expandieren. Ich will auch hier noch einen Bahnhof hinsetzen, also dass wir hier dann endlich unseren Bahnhofszugang bekommen. Wir werden sicherlich auch noch eine städtische Sekundarschule brauchen. Die setzen wir mal hier vorne hin. An die Sackgasse. Wir werden wie üblich hier in diesen Zonen Parkplätze brauchen. Können wir vielleicht mal hier entlang des Waldgebiets setzen. Wenn es denn passt, aber ist so, das Gelände passt ja überhaupt nicht. Okay. Das hatte ich natürlich nicht berücksichtigt, also nehmen wir dich und verlagern dich. Tja, wohin? Jetzt setze ich dich einfach mal erstmal da oben hin. Eine Gasse, damit auch die Ausfahrt angeschlossen ist, weil er sich nicht beschwert, ne? Aber das macht ja sonst keinen Sinn. Sofort genutzt, das ist nur behelfsmäßig. Einen vernünftigen Parkplatz. Vielleicht hier in die Nähe des von Schule und Klinik. Finde ich ganz gut, dass das direkt mit Ladesäulen ist, also das hat das Spiel auch gut verstanden. Dass jetzt hier mittlerweile, dass das normal ist. Passen wir den nochmal mit Büschen ein. Ich finde, das gehört sich. Den versetze ich nochmal eben. Das gefällt mir nicht. Ich werde hier nochmal das Gelände platzieren. Also, wenn wir hier den Zugang haben, brauche ich diese Höhe. Auch noch, wir brauchen noch Parks. Die platzieren wir auch vor den Fußwegen. Kleiner Platz. Und der könnte vielleicht hier an der Heinestraße ganz gut. Wir nehmen hier nochmal einen Sportpark, vielleicht so einen Skatepark hier auf der Seite der Schule. Vielleicht am Ende, ja, genau. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Spielplatz. Die Schule hat ja schon einen. Streng genommen haben wir ja hier unser kleines Waldgebiet, auch wenn das natürlich eingezäunt ist, weil es ja bewirtschaftet wird. Vorne noch einen hinsetzen und dann einen kleinen winzigen Park. Der ist ja nicht winzig. Aber eigentlich müsste das schon reichen. Fußwege noch und dann können wir nämlich hier die Zonierung machen. Das sollte passen. Wir haben hier noch etwas komische Form der Straßenführung. Ob wir das hier repariert bekommen. Das war eine hier diese Vierstraße. Da hat irgendwas beim Bau nicht geklappt. Das ist besser. Hier fehlt noch die letzte Verbindungsrest für den Fußweg. Hinter der Schule. Die Schule können wir auch direkt erweitern.
Dachsportpark. Alles klar. Hoher Bedarf an allem. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal ein Teilstück hier wirklich als Einkaufsstraße machen. Und zwar den Teil hier. Aber nee, ich glaube, das war nochmal irgendwann anders. Es gibt ja hier diese Fußgängerstraße. Aber da ist jetzt hier der Parkplatz natürlich falsch. Also dann platzieren wir hier gemischte Wohngebäude lang um der Heinestraße. Wir haben Bedarf an hoher Dichte. Die will ich nicht nehmen, diese großen, die sind mir zu groß. Diese billigen Mietwohnungen, die nehmen wir. Die aber auch nicht zu groß, weil die einfach zu hoch werden. Das ist für eine europäische Stadt so ein bisschen unrealistisch. Und dann haben wir maximal drei Zellen. Wir können bei denen hier mit der hohen Dichte, da machen wir mal nur ganz kleine Zweierzellen oder 2x2 oder 2x3. Wenn die zu groß werden, reißen wir sie wieder ab. Entlang der Hauptstraße. Da können wir auch noch mal, da müssen wir auch noch mal Platz spendieren. Das sieht gut aus, kleiner Parkplatz. Vielleicht hier in der Nähe des Krematoriums. Da können wir wieder runter. Wir machen noch kein Anwohnerparken. Bei der Wagnerstraße, da haben wir, glaube ich, nochmal die Möglichkeit, hier ein bisschen näher an die Küste zu gehen. Oder Küste ist falsch, sondern hier an das Flussufer. Da sitzen wir dann, noch zu weit. Da setzen wir dann normale Einfamilienhäuser hin. Und stecken die so ein kleines bisschen. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Hier haben wir jetzt hier einen riesen Verkehrsstau, weil die Leute alle einziehen. Und wie es sich gehört, werden hier Leute, ziehen die nur ein, wenn sie mit dem Taxi kommen. Taxis, Taxen sind hier irgendwie die Umzugsunternehmen. Narzissenstraße, das wird jetzt hier normale Wohngebäude. Wir fassen das hier mal ein in Wald, damit es hier ein bisschen abgetrennt wird, vor allem auch was die Lautstärke angeht. Denn das Verkehrsaufkommen ist ja schon relativ groß. Das ebnen wir hier nochmal ein bisschen ein. Das übliche Spiel. Da ist irgendwie die Zonierung kaputt gegangen. Also manchmal ist das nicht ganz logisch, was hier passiert. Aber gut, wir werden hier entlang der Wagnerstraße dann Gewerbegebiet mit hoher Dichte. Da machen wir auch nur zwei. Mal wie groß die werden, wenn wir die jetzt hier mal auf die Ecken setzen. Können in der Zwischenzeit dann aber gucken, wie hoch jetzt hier unsere Gebäude sind. Das gliedert sich ganz gut ein hier in die Gebäudestruktur. Die Schule ist tatsächlich das höchste Gebäude, das finde ich ganz interessant. 50.000 Einwohner, Wahnsinn.
Die Gebäude sind nicht so hoch, das gefällt mir gut. Dann können wir nämlich hier damit weitermachen und zwei Zellen zulassen. Dann haben wir nämlich quasi auch noch mal so ein bisschen den Schutz. Dann nehmen wir vielleicht ein Dreiergebäude dazu. Der Seite haben wir ein bisschen mehr Spiel. Die Wasserversorgung kommt an ihre Grenzen, deswegen habe ich jetzt kurz pausiert. Wir müssen das hier wieder hochfahren auf 90 oder 92%, dann sollte das klappen. Markslo sieht gut aus. Ein paar Beschwerden, dass es jetzt zu teuer ist. Also, Freunde hier, hohe Miete. Als Vermögen bettelarm. Das ist schon nicht interessant. Aber da haben wir schon mal 9 schönen Teil von Marxloh. Das ist dann auch der. Mal gucken hier. So rum ist die Sonne. Das heißt jetzt, wie spät ist es denn eigentlich? Jetzt sogar mal 12 Uhr habe ich eingestellt. Also das ist Süden. Das heißt also hier hoch ist dann Norden. Also hier nordöstlichen Teil von Marxloh. Das ist schön dynamisch gewachsen. Wir gucken uns die Schulen an. Die städtische Grundschule direkt wieder voll. Die Sekundarschule auch Wahnsinn. Aber klar, wir haben fast 52.000 Einwohner und auch noch keinen Nahverkehr. Aber gut, die Zelle ist jetzt auch gefüllt. Wir haben 1,6 Millionen Euro. Letzter Blick nochmal kurz auf den Müll. Da kommen wir nicht hinterher. Das machen wir auch nochmal eben schnell, dass wir hier diese zwei Deponien nochmal setzen. Jetzt gucken wir, warum haben wir es gemacht. Also wir können bei den beiden hier diese Sondermüllsammelstellen definieren. Du bekommst eine, aber wir können die Deponie noch direkt jetzt schon setzen. Wir werden sie sowieso brauchen. Die kommen direkt hier dran. Da fehlt eine Zelle. Ach, Mist. Naja, aber das ist jetzt, glaube ich, erst nochmal nicht so kritisch. Wir schauen jetzt mal hier auf den Darf. Bezirke sind sowieso alle ausgewählt. Wir sind jetzt wieder im Plus. Prima. Also Müll auch noch im Griff. Wir verlassen an dieser Stelle wieder Ruhekirchen. Haben jetzt wieder die Zellen so gut es geht gefüllt. Jetzt werden wir als nächstes mal hier auf der Seite einen Bahnhof etablieren. Wir brauchen noch Platz für das Busdepot. Die sind ja alle relativ groß, diese Depots, die müssen wir uns immer einmalig leisten, um dann den Nahverkehr hier zu etablieren. Wir werfen einen Blick auf das, was wir heute geschafft haben, auf Ruhekirchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal.